Also ich bin ein absoluter Befürworter dieser Fusionierung der beiden Gemeinden, weil ich es für sehr sinnvoll halte, Verwaltungseinheiten dieser Größe zusammenzulegen. Und weil ich auch glaube, dass die Verhandlungen zu dieser Fusionierung in einem sehr freundschaftlichen Verhältnis über die Bühne gegangen sind, sodass wirklich alle von dieser Fusionierung profitieren werden. Und für mich als Kulturschaffenden ist natürlich auch die Hoffnung mit dieser Fusionierung verbunden, dass von der Million, die pro Jahr jetzt in das neue Weiz einfließt, auch für die Kultur etwas abfallen wird.